Zusammen und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, wie ihr vielleicht an der Uhrzeit sehen könnt, ich nehme direkt die nächste Folge auf. Es ist jetzt, glaube ich, Part 4, wenn ich mich nicht ganz irre. Was ist das da oben? Ach so, Lagerfeuergedöns. Na schade, die haben sich doch nicht alle gegenseitig erledigt. Ist egal, dann mache ich das jetzt halt. So, da, zack. Zack und weg. Alle tot. Sehr schön. Ich finde es wirklich. Also hier brauche ich wieder Diebstahlgedöns, ne? Ja. Ich finde es schade, dass ich. Was zum Henker ist das hier oben? Bonus Berufsgegenstand. Ja, habe ich jetzt noch 3 Minuten, kann ich sowieso nicht mehr erledigen. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Ja, genau. Ich finde es schade, dass diese kleinen Gegner hier keine Erfahrungspunkte geben. Da geben die Erfahrungspunkte? Offensichtlich geben sie ja doch welche, ne? Ich kann jetzt immer schlecht unten auf die Leiste achten. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt Erfahrungspunkte geben oder nicht. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass sie wenigstens so ein kleines bisschen Erfahrungspunkte geben, weil ansonsten würde sich das ja überhaupt nicht lohnen, was ich hier gerade die ganze Zeit tue. Da glitzert was. Gib mir das. Wölbeerkunde, Gedöns, Paket. Wieder Wollreste und Eisenerz und Gedöns. Vielleicht kann ich damit ja später irgendwas herstellen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich damit später irgendwas herstellen kann. Allerdings, glaube ich kaum, dass ich aus Wollresten so eine besonders gute Rüstung herstellen kann. Hier brauche ich wieder Diebstahl. Nee, Arkan, genau. Arkan, Gedöns. Ich bin leider kein Magier, deshalb kann ich mit der Arkane nichts anfangen, du. Oh, Bogenschütze. Nein! Weg! Weg, weg! Skelettsoldat! Oh, der hält ein bisschen weiter aus, du! Bäm! Skeletttöter. Ich habe 50 Skelette getötet. Cool. Das hat mir wahrscheinlich nochmal ein bisschen extra Erfahrungspunkte eingebracht. Ich finde, der Bogen sieht irgendwie mega riesig aus auf ihrem Rücken. Ich glaube, sonst gibt es ja eigentlich nichts, was ich mitnehmen könnte. Gehe ich jetzt einfach mal weiter. Wie ich dieses Spiel entdeckt habe, muss ich zugeben, ist mir irgendwie gar nicht mehr so wirklich bekannt. Ich habe, glaube ich, mal ein Let's Play davon gesehen. Habe davon gehört. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, den Trailer. Genau, ich habe den Trailer dazu gesehen. Ich habe ein sehr, sehr cooles Musikvideo zusammen mit dem Trailer von Neverwinter gesehen. Und, Nein! Nein, lasst mich. Nein, Hilfe. Ich bin eine ganz schlechte Bogenschützin. Ich habe. Hi. Ein sehr, sehr geniales Musikvideo gesehen. Und das war zusammengemixt mit den Trailern von Neverwinter und The Elder Scrolls Online. Und es sah einfach mega genial aus. Ich liebe den Trailer zu The Elder Scrolls Online. Wer den noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Ich liebe es einfach. Gerade diesen Typen, der da in dieser Diebesmontur rumläuft, der offensichtlich so richtig schurkenmäßig aussieht. Ich liebe es einfach. Zombie-Töter. Ich habe eine neue Fertigkeit. Ich bin einfach gerade in Level aufgestiegen. Habe 50 Zombies getötet, dementsprechend irgendwie nochmal neue Kräfte. Sie haben einen Kraftpunkt erhalten. Cool. Neue Aufstiegskiste. Ach ja, weil ich Level 5 bin jetzt, ne? Hier. Da. Gebundenes kleines Selbsthilfepaket, Heiltränke und so weiter. Heiltränke kann ich mit 4 oder 5 einsetzen. Das ist sehr gut. Stufenerhöhung, halten Sie neue Kraftpunkte und neue Kraft. Bla. Klicken Sie auf den Kraftminister. Ach so, okay, jetzt kann ich eine von meinen Kräften erhöhen. Ich würde sagen, ich erhöhe erstmal eine. Was ist das hier? Plus 3 Reichweite, Fernkampfkräfte. Reichweite ist eher weniger. Ich brauche einfach mehr Stärke erstmal, ne? Vor allem hierfür. Das finde ich sehr geil. Aufwerten auf Rang 2. Ja, mache ich mal. Es kann sein, dass ich jetzt gerade den größten Fehler überhaupt gemacht habe und mir jetzt jeder in die Kommentare schreibt: Boah, nee, das hättest du nicht machen sollen, nee, das ist doch falsch und so. Ist mir jetzt Wurst. Schließen.
Wo war ich gerade stehen? Schnell zu da. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh. Er erschreckt mich. Nie wieder so. Es ist 2 Uhr morgens. Das kannst du doch nicht tun mit mir. Oh mein Gott. The Elder Scrolls Online. Ich habe es selber leider noch nicht gespielt. Aber den Trailer fand ich mega gut. Einfach auch, weil, wie gesagt, dieser Kerl, der da so mit seinem Umhang und Maske bis über die Nase gezogen, so, weißt du, dieses typische, wie Garrett halt auch immer in Thief rumgelaufen ist. Ich liebe es einfach. Solche Typen liebe ich. Es ist einfach so, meins. Und ja, ich kann springen, richtig? Ja. Oh, ich bin im Sauer. Stirb! Skelettsoldat, stirb! Mein Gott, die halten aber viel aus, die Viecher. So. Dementsprechend, als der in dem Trailer aufgetaucht ist, war es einfach um mich geschehen. Ich fand ihn so gut. Und, ich schwärme jetzt die ganze Zeit von diesem Trailer. Ich pack euch die... Das Material für allgemein Handwerks auf... Ja. Ich packe euch den Link zu dem Trailer mal unten in die Videobeschreibung rein. Den müsst ihr euch unbedingt ansehen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wenn ihr die Elder Scrolls nicht kennt, seid ihr sowieso schon verloren. Ganz ehrlich. Die Elder Scrolls muss man kennen. Skyrim, Oblivion, Morrowind. Ich habe es jetzt von hinten aufgerollt, aber eigentlich fing es mit Morrowind an. Eigentlich fing es mit Arena an, glaube ich. Also das erste Elder Scrolls Spiel war nicht Morrowind. Es kamen noch 2 davor. Morrowind war das 3. Ich rede jetzt so, als hätte ich voll die Ahnung davon. Ey. Eigentlich ist mein Mitbewohner derjenige, der mich da darauf aufmerksam gemacht hat, auf die Elder Scrolls. Ich habe, by the way, auch mit Skyrim angefangen. Und habe dann später Oblivion angefangen. Morrowind habe ich zu meinem Entsetzen noch gar nicht gespielt. Problem ist allerdings auch, dass ich... wenn man mit Skyrim angefangen hat, dann ist es ganz, ganz schwierig, nach hinten weiterzumachen, weil ich Morrowind dann, die Grafik ist einfach grottig, die Spielweise ist grottig, das Kampfsystem ist ganz, ganz schrecklich. Honor, schnell die Krone! Der Wächter wacht auf! Sehen die sexy aus? Welcher Wächter denn? Wächter der 9, okay. Ich gehe erstmal gucken, was ich hier so einsammeln kann. Ich kann hier doch bestimmt irgendwas ein. Oh, schade. Klappt nicht. Sowas ist morgens echt nicht gut. Echt nicht gut. Okay. Ich habe hier das gerade aufgelevelt, deswegen sollte ich das vielleicht einsetzen. So, ne? Aber ich könnte eigentlich auch meine Daily-Dingsbums einsetzen. Mache ich, glaube ich, gleich auch. Wo war das nochmal? 1, ne? Ben! Boah, das haut so rein. Ich liebe es. Oh, shit. Oh Gott, er hat Schergen. Hilfe, er hat... Nein! Au! Ich habe ihn besiegt. Ach, das ist eine Sie! Oh, ich habe gedacht, das wäre ein R. Upsi. Was willst du denn noch von mir? Stirb. Hat er mir noch 2 Schaden? Rolle der Identifikation erhalten. Ja, das ist jetzt wundervoll. Ich habe ungefähr... Durch Rechtsklick auf ein unbekanntes Objekt und Auswählen von Identifizieren können dessen Werte angezeigt werden. Ja, das habe ich vorhin schon selbst getan. Das hätte er mir jetzt nicht extra nochmal erklären müssen. Aber trotzdem danke für die Information. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, ich muss jetzt einmal kurz hier rein. Wo war ich gerade stehen geblieben? Bei The Elder Scrolls. Ich habe mit Skyrim angefangen. Habe danach Oblivion gespielt und habe Morrowind nicht mehr angefangen. Einfach schlichtweg, weil da eine Kiste ist. ich habe es bei meinem Mitbewohner gesehen, was das für ein Spiel ist, wie es sie spielt, keine Ahnung. Und ich finde es ganz grottig, ganz schrecklich. Nichts gegen The Elder Scrolls. Die Story ist mit Sicherheit richtig genial. Aber ich muss halt zugeben, dass das Spiel selber nicht so meins ist.
Wenn es mir nur um die Story gehen würde, würde ich mir ein Let's Play davon angucken. Aber selber spielen würde ich es mit Sicherheit nicht. Ich fand Oblivion ganz cool. Da ist jetzt übrigens meine Questbelohnung. Ich habe damit, dass ich den Tatort untersucht habe, die Quest abgeschlossen. Und kann dementsprechend jetzt meine Belohnung hier abholen. Und zwar den Gürtel des Abenteuers. Wonderful. Dann, ups, werde ich mal so frei sein und hier direkt anlegen, bitte. Danke. Erste-Hilfe-Paket. Was haben wir hier? Verbrauchsgüter aus dem Inventar hierher ziehen, um sie im Kampf gehen. Bla. Identifikation. Schwächere Schriftrolle. Gebundene schwächere Schriftrolle. Okay. Gibt es irgendwas, was ich noch unidentifiziert habe? Nein. Langbogen des Wilderers. Habe ich ausgerüstet. Und der, den ich da habe, ist Bullshit. Naturpaket. Brauche ich überhaupt nicht, weil ich kann das alles selber. Also ich bin voll gut. Eisenring und Oh. Nein. Machen wir wieder denselben dummen Fehler. Mein Bildschirm hat sich gerade deaktiviert. Entschuldigt kurz. Sorry, Leute. Ich kann gerade nichts sehen. Das ist, blöd. So, Moment. So. Okay, ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Ich musste ein paar Stecker umstöpseln. Okay, es funktioniert wieder, sehr schön. Okay, es tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Es ist immer so ein bisschen, wenn ich an meine Kabel hier unten komme, dann habe ich manchmal so einen dezenten Wackelkontakt in mein, an meinem Bildschirm. Und jetzt würde ich sagen, mache ich aber auch direkt mal weiter. Ich will The Elder Scrolls Online unbedingt spielen. Allerdings ist mir das im Moment noch zu teuer. Es ist jetzt mittlerweile free to play, habe ich mitbekommen. Aber ich bin mir trotzdem nicht so sicher, ob ich das jetzt in näherer Zeit... Also man muss es ja einmalig kaufen. So viel habe ich, glaube ich, mitbekommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Weil, keine Ahnung. Was ich schade finde... Muss ich zugeben, da muss ich meinem Mitbewohner auch sehr recht geben. Er hatte gesagt, ich glaube, jetzt kommt wieder eine Sequenz, oder doch? Oder nicht? Nee? Nein? Nein? Gut. Er hatte gesagt, The Elder Scrolls ist eine sehr coole eigene Welt. Beziehungsweise es sind ja mehrere Welten. Morrowind spielt, ich weiß nicht, wo Morrowind spielt, aber ich weiß, dass Oblivion... Nein. Ich weiß nicht, wo Oblivion spielt. Ich bin voll der Noob, ey. Ehrlich, es ist so schrecklich. Erstmal kurz Quest abgeben. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ja, danke. Ich habe die Krone. Nein, ich habe die Krone nicht. Es war mutig von den Nashern, die Gewölbe so kurz nach Valindras Angriff zu überfallen. Danke für eure Hilfe bei der Verteidigung. Unglücklicherweise sind die Nasher mit der Krone von Neverwinter davongekommen. Die Krone ist ein mächtiges Symbol für die gerechte Herrschaft in dieser Stadt. Sie muss gefunden werden, bevor die Nasher ihre Rebellion starten können. Ich stehe auf Rebellen. Versuche nach Honor. Ah, die Nasher haben die Krone von Neverwinter aus dem Gewölbe gestohlen. Aber wir können sie immer noch zurückholen. Und zwar müssen wir lediglich die beiden entflohenen Diebe fangen und zurückverfolgen, wo die Nasher die Krone verstecken. Wir wissen, dass sich einer der Diebe, eine flinke Einzelgängerin mit dem Namen Honor Ray, in einem verfallenen Gebäude nahe der Treibholztaverne versteckt. Die Nasher werden das Weite suchen, wenn sie mich und meinen Trupp erblicken, aber ihr könnt sie womöglich in die Ecke drängen und herausfinden, ob sie die Krone noch bei sich hat. Mhm. Klar, coole Sache, überhaupt kein Problem. Dementsprechend werde ich jetzt die nächste
Silvan? Ach nee, Silvani. Okay. Moment. Hä? Bin ich denn jetzt... Warum wird da meine Quest nicht angezeigt? Hallo, seid ihr Händler? Gilt ein Registrator? Nein, ihr seid keine Händler offensichtlich. Oh, coole Reittiere. Ich wollte euch ja noch ein Reittier zeigen, dass ich... Ui, coole Sachen. Ich wollte euch ja eigentlich noch ein Reittier gezeigt haben. Nennt sich übrigens... oh, au, 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 es gibt Fallschaden. Autsch. Scheiße. Oh Gott, nein. Ich sage sehr oft, es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich leid. Irgendwie ist das Spiel auch... Es ist so ein bisschen... verwirrend alles für mich. Ich werde jetzt einfach erstmal diese eine Quest mit dieser komischen Sphäre hier abschließen. Und ich finde, es sind auch einfach irgendwie 20 Minuten Parts, sind selbst zu kurz für dieses Spiel. Eigentlich müsste man das streamen. Ist aber auch irgendwie schwierig. Gibt es hier irgendwo Händler, bei denen ich meinen Stuff mal verkaufen kann? Irgendwas, irgendwie? Das ist bestimmt so ein Auktionat. Nee, Postbote. Damien, okay. Schriftgelehrter. Ach, wieder so ein Drachengeborener. Okay. Irgendwie kann man den Typen immer nur Fragen stellen. Hey. Handelsbaren Händler. Kann ich bei dir mein Zeug verkaufen? Offensichtlich kann ich das, ja. Ist nur die Frage, nehmen wir das mal weg? Das weg, das weg. Nimmst du alles an, was ich dir anbiete? Ist voll gut. Schmuck, Schatz, keine Stufenanforderung. Ich habe, also ich gehe davon aus, dass alles, was grau eingefärbt ist, dass das etwas ist, das ich eigentlich nicht brauche. Und dementsprechend würde ich sagen, kann ich das dann auch verkaufen. Hier das scheine ich offensichtlich alles zu brauchen. Warum auch immer. Für Handwerksfertigkeitensgedöns irgendwie wahrscheinlich. Berufsressourcen, Berufsmaterial. Genau. Für den Fall, dass ich irgendwelche Berufe erlernen möchte. Wo ich auch noch herausfinden muss, wie ich das tue. Tägliche Quests? Gib mir mal. Es gibt Dinge, die erledigt werden müssen. Der ist ja cool. Ist das auch so ein Drachengeborener? Oh, der ist ja mega genial. Rix? Hat Quests für mächtige Abenteurer. Als Belohnung winken glänzende Astraldiamanten. Wo erhalte ich Astraldiamanten? Über die einmal pro Stunde durchgeführten Aufrufungen erhaltet ihr eine kleine Menge an Rohastraldiamanten. Beim Abschließen eines laufenden Gefechts erhaltet ihr 1000 Rohastraldiamanten. Ab Stufe 10 könnt ihr bei mir tägliche Quests erhalten. Für tägliche Quests gibt es abhängig von ihrer Dauer Belohnungen zwischen 1000 und 4000 Rohastraldiamanten. Mit steigender Stufe werden weitere tägliche Quests verfügbar. Veredelte Rohastraldiamanten zu Astraldiamanten. Was? Ich glaube, da fehlt was. Da fehlt ein Teil vom Text. Ach, veredelt Rohastraldiamanten zu Astraldiamanten, um Gegenstände zu verkaufen und Dienste in Anspruch zu nehmen. Okay. Sie können pro Tag bis zu 24.000 Rohastraldiamanten veredeln. Klicken Sie dazu im Inventar auf den Reiter Vermögen und dort auf Veredeln. Okay. Also muss ich erst Stufe 10 werden, um bei ihm überhaupt irgendwas annehmen zu können. Ach so, ich glaube... Oh, ich habe schon wieder überzogen, glaube ich. Hahaha. Aber ich muss ja sowieso einen Teil rausschneiden, wo mein PC, mein Bildschirm da weg war. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich jetzt einfach, während ich weiter zu der Quest gehe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass das alles noch so planlos bei mir ist. Ich finde es ganz schrecklich, auch selbst. Mondstein-Kurtisan. Nice. Ich hoffe, es wird in nächster Zeit besser. Ihr könnt mir auch gerne Tipps unten in den Kommentaren da lassen, wie ich hier so ein bisschen besseren Plan reinkriege, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einfach... ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes so tun soll, versteht ihr? Ich
renne einfach so ein bisschen von Quest zu Quest. In der Hoffnung, dass ich damit irgendwas erreiche. Ja. Quatsch irgendwie so ein bisschen vor mich hin. Krieg zwar von der Story auch ein bisschen was mit, aber ich finde immer wirklich 20 Minuten sind zu kurz für so ein Spiel. Das ist echt böse. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sonst noch anderes sagen soll. Schaut unten in die Videobeschreibung. Da ist auf jeden Fall jetzt ein sehr, sehr wichtiger Link drin. Schaut euch den Trailer zu The Elder Scrolls Online an. Auf jeden Fall. Und dann könnt ihr mir ja unten in die Kommentare mal schreiben, was ihr von dem Spiel bzw. von dem Trailer haltet. Kennt ihr die Elder Scrolls? Habt ihr es mal gespielt? Ich werde im nächsten Part mit Sicherheit auch noch weiter über die Elder Scrolls reden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.